Moin, ich bin wieder da. Der Urlaub ist rum. Deutschland ist schön, das muss ich ehrlich sagen. Man muss nicht immer nach Spanien, Italien oder Frankreich gehen. Deutschland hat echt seine schönen Ecken und das war jetzt da oben auch wirklich schön. Und Deutschland hat den DAX und hier ist er. Ja. Ihr könnt also ganz genau sehen, das ist meine Urlaubszeit hier. Ja, wie ich es gesagt habe, ich bin weg im Urlaub und der Papst boxt im Kettenhemd. Tja, dann kam ich hier wieder am Abend, das habe ich zum Glück gesehen und konnte ich noch was machen. Denn, ich hole das mal ein bisschen größer ran, ich werde nicht müde, es zu sagen, wenn die Bänder aufgehen, weil eine heftige Bewegung voranging, in diesem Fall abwärts, wenn sich das entgegengesetzte Band dann den Kopf neigt, abwärts, entgegengesetzt oben, dann ist dieser Impuls fertig. Jetzt habe ich hier also ein Kaufsignal oder ein Impuls hat Fertigsignal. Hier wird es positiv und zwar über die moderne Sichtweise. Die traditionelle hat noch nicht mal ein Kaufsignal gegeben, schmeißt diese Linien raus. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Die sind viel zu langsam. Moderne Sichtweise hat ein Kaufsignal gegeben, Stochastik hat ein Kaufsignal gegeben. Das waren gute Signale. Dass der dann so durchzieht, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber was macht er, wenn so eine Bewegung ist? Vom unteren Band, in diesem Fall unteren Band, geht er meistens bis zur Mitte, bis zur 20-Tage-Linie. Zack, da ist sie. Und in diesem Fall war das ein Cluster zusammen mit dem 61,8er Retracement vom Fibonacci 15807. Er hat es leicht überboten, aber da darf man nicht nervös werden. Das ist einfach so. Nochmal, die Bewegung war schon heftig. Dass da heute eine Korrektur kommt, halte ich für normal. Ich habe vom Chart her kurzfristig, das müsste eine blaue Linie sein, für mich ist die auch schwarz, bin ja farbenblind. Dieses Gap hier, das ist der Schlusskurs vom 25.11. bei 15.917. Das ist für mich die Maximalchance, die er noch hat. Denn hier ist alles noch positiv. Da kann er hingehen. 15.917, um dieses Gap zu schließen. Dann haben wir auch dieses Island Reversal, haben wir hier erstmal ad acta gelegt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Die Chancen hat er, auch wenn jetzt heute hier eine schwarze Kerze reinkommt, die Chancen hat er allemal. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich würde jetzt hier noch nicht so short gehen, aber ich glaube, hier wurden einige Longs gegrillt, die von oben runter das runtergenommen haben, wurden dann hier irgendwo rausgestoppt. Das war auch heftig, wie gesagt, ich im Urlaub, voilà, hoch. Aber da muss man jetzt mal nochmal die Füße stillhalten. Ich habe also auch schon Puts hier gekauft mit der Basis, die ist hier oben drüber. Ich nenne gleich zwei. Aber das ist nicht, bisher ist das nichts anderes als ein quasi perfekter Rücklauf, ein Bounce oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Mehr ist es nicht. Da ist kein neues Jahresendrallye-Ding-Gedöne. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Das habe ich gestern, ich weiß nicht, wie oft gelesen. Jahresendrallye am Start und so. Nö, nö, das sehe ich nicht. Weil ich meine, es ist doch leicht zu sagen. Jahresendrallye, Entschuldigung, da haben wir 1300 Punkte verloren. Dann steigt ein bisschen, ja, dann Jahresendrallye auszurufen. Also so viel Küstennebel kann ich gar nicht trinken, um das zu verstehen. Aber gut, ist egal. Gehen wir mal auf, 4 Tage, auf die 4-Stunden-Ebene. Hier ist er. So, 4 Stunden. Ja, man sieht also nach wie vor diese hier für euch blaue Linie. Das ist also diese 15.917 als Widerstand. Wir sind hier hoch, die Fibos, alles das gleiche von eben und kommen dann jetzt hier ein bisschen deutlicher runter. Ich finde das in Ordnung. Das ist nach der Bewegung völlig normal. Wir sind allerdings leicht negativ über das MACD und auch bereits über den 4-Stunden-Stochastik-Indikator. Also da muss ich davon ausgehen, wir gehen jetzt hier gerade nochmal auf das Ausbruchsniveau und das ist dieses hier, 15.500, dass wir da nochmal runtergehen. Jetzt habe ich aber ein Problem und das liegt in der Stunde. Die Stunde hat sich schon erheblich abgebaut, ist noch nicht positiv über das MACD, ist noch nicht positiv über die Stochastik, hängt am unteren Band, das ist das 50er Retracement, da sind wir also bei 15.600 und was ist denn das, 55, das ist hier, verbindet sich das Stundenband. Das ist auf jeden Fall mal eine Unterstützung. Heißt aber auch, wenn wir hier ein bisschen drüber gehen, sagen wir mal hier so auf dem Bereich 15.740, dann wird das hier unten alles drehen. Der Oszillator, der Trendfolger, das wird drehen. Das wäre mir persönlich eigentlich das Liebste. Nochmal ein bisschen runter, dann drehen wir nochmal in diesem Bereich von diesem Hoch 15.850. Idealerweise sogar bis hier hoch 15.916. Dann, jetzt muss ich zurück auf 4, dann werde ich also hier über die Stunden positiv, aber dann wird sich das hier ein bisschen verlangsamen, greift aber dann immer noch. Also hier nochmal so ein bisschen hoch und dann fallen.
nach wie vor, ich denke, das ist eine Bullenfalle hier. Ich traue dem Markt auf Wochen-, Monatssicht nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Deswegen, ich werde auf jeden Fall wieder anfangen. Ich habe schon angefangen. Ich werde weitermachen, Puts zu kaufen ab dem Bereich von 15.750. 15 und dann alle 50, 100 Punkte nach oben kaufe ich Puts mit der Basis, die hier oben drüber liegt. So, dann komme ich mal zu den Puts oder zu den Optionen. Für einen Call, wer der Meinung ist, dass wir jetzt dann hier den Boden finden und die Möglichkeit ist da, ne, dann, und er geht nochmal hoch auf die 15.100, bietet sich sowas hier an, eine 15.190er Basis. 15.190, da sind wir hier. Das finde ich durchaus interessant, weil, jetzt muss ich leider zurückgehen auf den Tag, um euch das besser zu zeigen. So, und jetzt kommt der Freund hier wieder hoch. Hier ist die 200-Tage-Linie, im Moment bei 15.444. Da ist auch die 10-Tage-Linie, die freuen sich hier gerade eben. Das eigentliche Ausbruchsniveau bei 15.500. Wenn wir da nochmal runtergehen sollten, aber es auch unterbieten, dann ist dieser Punkt hier, das ist vom Montag der Schlusskurs, 15.380, die letzte Unterstützung. Wenn wir den auch nehmen, dann geht er direkt hier weiter runter. Das ist meine Meinung. Deswegen, wenn wir also die 15.500 oder sagen wir mal 15.450 unterbieten, habe ich noch genügend Zeit, den hier zu stoppen. Das ist ein 31er Hebel, 15.190 mit der Kennnummer GX2UV1. Beim Put ist der Hebel zwar höher, aber ich habe mich hier hinter das All-Time-High gelegt, bei 16.324. Das ist für mich ein Put, den kann man machen. Den will ich, also einen ähnlichen habe ich auch gekauft. Aber ich möchte auf jeden Fall, sollten wir es schaffen. Und nach wie vor, die Möglichkeit besteht. Sie ist gering. Und je länger das hier dauert, desto geringer ist diese Möglichkeit. Aber ab hier muss ich das Ding ab 15.750, 15.800, 15.850, 15.900 oder so, muss ich das Ding kaufen. Also ich muss das machen, ja, weil ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass wir hier irgendwie Richtung neues High gehen. Dieser Put 16.324 mit dem Hebel von 25 hat die Kennnummer GH4TCR. Also nochmal kurz zusammengefasst, ich gehe davon aus, dass wir durchaus noch ein bisschen Platz haben hier hoch, eben auf diese 15.917, rechne allerdings nicht mit dieser IGIT-Jahresendrallye, sehe ich überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich ab hier wieder Puts kaufen. Ich verweise auf den Film von, wann war denn das, Sonntag vor einer Woche, da habe ich den Monatschart gezeigt. Ich rechne, und das ist so ein bisschen so Jahresausblick, damit das innerhalb der nächsten vier Monate 13 davor steht. Also keine 15.000, keine 14.000, sondern 13. Irgend sowas. 13.800 sowas. Ich bin nicht positiv für den Markt. Kann ich wirklich nicht behaupten. Hey, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Und fahrt mal in den Norden. Bye, bye, ciao.